nicht, was viele Gesellschaftskritiker auf Seiten der Linken vergessen, insbesondere solche, die keine ökonomische Grundausbildung haben, ist, dass sie schauen auf die heutige Lage und denken, die Kapitalmärkte seien freie Märkte. Das heißt also die freie Marktwirtschaft, während wir es Der Raubtierkapitalismus, der Casino-Kapitalismus. Ja, richtig, ganz genau. Und das ist natürlich ein wahrer Kern mit dabei, aber sie verkennen halt eben die Ursache. Ja. Es gibt in der Tat welche, die wollen keinen Dienst leisten und dennoch reich werden oder bleiben. Das geht dann natürlich nur mit Gewalt. Ja, okay. Und dafür gibt es dann den Staat, den wir hier immer kritisieren. So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich sitze hier heute mit Jörg Guido Hülsmann. Hallo. Guten Tag. Wir sind hier im Bodrum bei der Property and Freedom Society und Herr Hülsmann hat hier gerade einen Vortrag über die Ethik von Kapitaleinkünften gehalten. Sehr spannender Vortrag. Und wir sehen einfach, dass in Deutschland so Kapitaleinkünfte haben sehr schlechten Ruf. Es heißt immer von der linken Seite, Kapitaleinkünfte sind arbeitsloses Einkünfte oder sind arbeitslose Einkünfte. Man redet auch immer wieder über Vermögensteuer. Sie haben da angefangen mit Aristoteles. Was hat Aristoteles dazu gesagt? Ja, Kapitaleinkünfte haben nicht nur in heutigen Deutschland in einigen Kreisen schlechten Ruf, sondern hatten das auch schon in der Vergangenheit. Und wie ich in meinem Vortrag ausgeführt hatte, hat das durchaus einen realen Hintergrund. Aristoteles hat also wie viele Philosophen seiner Zeit und auch viele Philosophen nach ihm Kapital, das reine Kapitaleinkommen verurteilt. Man hat also dieser Wucher nicht, sei nicht moralisch gerechtfertigt. Und die Philosophen oder die Theologen des Mittelalters haben danach aufbauend auf Aristoteles eine nähere Erklärung gegeben, indem sie gesagt haben, na, die Kapitaleinkommen an sich, also im engeren Sinne, sind unzulässig, weil halt mehr hingegeben wird als das, was man ursprünglich empfangen hat. Das ist also der Wucher, nicht? Und nur aufgrund äußerer Umstände, zum Beispiel dem Risiko eingegangen wird, könnten sich solche Einkommen rechtfertigen lassen. Also ich bin ein Unternehmer, ich investiere mein eigenes Geld, ich bezahle meine Angestellten, ich kaufe Rohmaterialien und erzeuge dann Produkte, die ich dann verkaufe zu einem höheren Preis als die Geldsumme, die ich ursprünglich für die Produktionsfaktoren ausgegeben habe. Das an sich ist unzulässig, das wäre also wucherisch, aber dadurch in Ansehung äußerer Umstände, dass ich also Risiken eingegangen bin, denn ich habe ja jetzt Gehälter gezahlt, was weiß ich, obwohl ich noch gar nicht wusste, zu welchem Preis ich meine Güter in der Zukunft absetzen kann. Dadurch, dass ich dieses Risiko eingehe, das repräsentiert also eine Rechtfertigung dieser Kapitaleinkommen, die ich erziele. Also Kapitaleinkommen an sich wäre schlecht, dieser Lehre zufolge, aber kann sich rechtfertigen aufgrund besonderer Umstände, die auch noch hineinspielen. Also mir fällt da gerade John Ziegler ein, der hat ja im Fernsehen auch gesagt, Spekulanten gehören aufgehängt. Mhm. Wie sehen Sie es mit Spekulanten? Ja, okay, aufhängen, da bin ich immer ganz, ganz, ganz vorsichtig, würde ich sowieso nicht sofort dazu schreiten. Es kommt darauf an, was man unter einem Spekulanten versteht. Nicht? Hat er eine Definition gegeben? Also soweit ich weiß, hat er keine Definition gegeben, ja. Aber ich glaube, der ist ja einer von den klassisch Linken, der kommt ja was Getreidemittelspekulation, Lebensmittelspekulation und so weiter angeht. Ja, na gut, aber wie gesagt, es kommt schon darauf an, welche besondere Definition man verwendet. Eine Definition, die häufig verwendet wird, dass man sagt, na, der Spekulant im Gegensatz zum Investor ist derjenige, der einfach nur auf die Dummheit anderer Leute spekuliert. Nicht? Also der kauft Getreide ein, nicht weil er glaubt, dass Getreide wirklich also eine wirkliche Nachfrage dafür besteht, weil ein wirklicher Bedarf, ein menschlicher Bedarf daran besteht, sondern einfach nur, weil es irgendwelche Dummköpfe gibt, die mir das zu einem höheren Preis noch abkaufen werden in der Zukunft. Das ist also der Spekulant. Während der Investor dann Getreide kauft, wenn er meint, na, wirklich, es wird in einem Monat oder in drei, wird es halt Nachfrage danach bestehen, ich kaufe es jetzt schon ein, sodass ich ausgestattet bin, um den Bedarf dieser Leute zu befriedigen. Das wäre halt dann eine Definition. Ich würde aber in dem Fall auch sagen, weiß ich nicht, ob man jetzt den Spekulanten in dem zweiten Sinne deshalb unbedingt aufhängen müsste, nicht? Ich meine, es ist häufig, werden irgendwelche Dienste erbracht für Leute, deren, die keine
die man eigentlich nicht beglückwünschen würde, nicht? Also sag ich mal, wenn ich jetzt Drogenhändler bin, dann erbringe ich ja auch Dienste, ich befriedige eine Nachfrage, die eigentlich der gesundheitlichen Verfassung der Person nicht zuträglich ist, muss ich deshalb jetzt aufgeknüpft werden. Oder es gibt Leute, die verbringen einfach viel zu viel Zeit am Internet, nicht? Oder die spielen immer mit ihrem Smartphone herum. Also darf ich denen dann das Smartphone verkaufen? Also sozusagen die Nachfrage, die ich befriedige, entsteht ja nur aufgrund einer geistigen Verwirrung meines Kunden. Darf ich dann solche Nachfrage bedienen? Deshalb dann gleich aufhängen, das erscheint mir doch problematisch zu sein. Aber wir kommen vielleicht auf den springenden Punkt zurück, nicht den ich in meinem Vortrag angesprochen habe. Was die Kapitaleinkommen betrifft. Es gibt ja viel Aufregung aufgrund der hohen Einkommen, die im Finanzbereich erzielt werden, zum Teil aber auch in der Industrie, wenn wir zum Beispiel an die Boni denken, nicht, ne, die goldenen Fallschirme für Vorstandsmitglieder, die also ausscheiden, was weiß ich. All diese Formen von Boni sind nicht unbedingt Kapitaleinkommen, nicht, können Formen von Kapitaleinkommen sein. Das erzeugt Aufregen, Aufsehen und Unverständnis zum Teil, Verärgernis. Und ich meine, dass in fast allen diesen Fällen die Missbräuche ihren Ursprung letzten Endes im staatlichen Interventionismus haben. Also im Fall von Boni, das kann ich jetzt, habe jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen auszuführen, das könnte ich aber auch nachweisen. Im Fall von Kapitaleinkommen habe ich halt argumentiert, dass natürlich Kapitaleinkommen dann moralisch unzulässig sind, wenn sie aufgrund gewaltsamer Eingriffe überhaupt erst des Staates überhaupt erst entstehen. Und das ist insbesondere natürlich im Finanzsektor der Fall. Nicht, was viele Gesellschaftskritiker auf Seiten der Linken vergessen, insbesondere solche, die keine ökonomische Grundausbildung haben, ist, dass sie schauen auf die heutige Lage und denken, die Kapitalmärkte seien freie Märkte, das heißt also die freie Marktwirtschaft, während wir es Der Raubtierkapitalismus, der Casino-Kapitalismus. Ja, richtig, ganz genau. Und das ist natürlich ein wahrer Kern mit dabei, aber Sie verkennen halt eben die Ursache. Die Ursache ist nicht die Freiheit an sich, sondern die Ursache ist die mangelnde Verantwortung, die dadurch kommt, dass der Staat halt Voraussetzungen schafft, dass einige Leute sich quasi kostenlos aufgrund der Allgemeinheit oder zu Kosten der Allgemeinheit bereichern können, nicht? Und immer wieder gerettet werden durch staatliche Eingriffe, insbesondere der Zentralbanken, sodass die Verantwortung aus dem Wirtschaftsgeschehen herausgenommen wird. Und eine Wirtschaft ohne Verantwortung ist halt eben keine freie Wirtschaft, sondern in der Tat vielleicht Raubtierkapitalismus, auf jeden Fall eine Zerstörung von Wohlstand, nicht? Das ist es. Die Linken kommen ja immer mit ihrem Marx und sagen, wir haben hier eine Anhäufung, eine Kapitalakkumulation, das führt zu Macht. Und was erwidern Sie da? Da haben Sie ja im Vortrag auch, das haben Sie auch aufgegriffen. Ja, in einer wirklich freien Wirtschaft führt die Kapitalakkumulation zu immer sinkenden Kapitaleinkommen. Das hat übrigens Marx selber auch herausgestellt. Das war sozusagen ein zentrales Beweisstück in seiner Argumentationskette. Und er sagte, genau deshalb ist es ja notwendig, dass eine Konzentration der Unternehmen erfolgt, damit sie überhaupt noch Gewinne erwirtschaften. Nicht? Also die Gewinnrate, die sinkt, die Profitrate sinkt. Und deshalb müssen sich die Unternehmen halt immer weiter konzentrieren, sodass die Profitrate nochmal steigt. Bis halt letztendlich verfällt immer wieder in das Gleiche, den gleichen Mechanismus. Wachsende Kapitalakkumulation führt immer zum Sinken. Was ich, und irgendwann mal hat man halt schon alles vollkommen konzentriert, dann kann man nicht mehr weitergehen. Dann scheitert der Kapitalismus an seinen eigenen inneren Widersprüchen, denn er führt zur Zerstörung des Profits, aber ist ja eigentlich nur vom Profit halt motiviert. Und dann kommt halt die glorreiche Arbeiterrevolution und stößt dem Dinosaurier oder dem Ungeheuer versetzt in den Todesstoß, nicht? Und also ein Teil dieser Argumentation, wie es ja eben häufig ist richtig. Es gibt also in der Tat bei wachsender Kapitalakkumulation die Tendenz zu sinkenden Profitraten, wobei ich das Wort nicht mag, Profitraten, aber okay. Bloß folgt daraus eben nicht, dass es zu keiner, dass man durch Konzentration, zum Beispiel, es folgt nicht, dass man durch Konzentration diesen Mechanismus temporär außer Kraft setzen kann. Was ihn außer Kraft setzen kann, ist Innovation, indem man halt neue Produkte oder bekannte Produkte mit neuen Techniken erzeugt. Innovation kann dazu führen, dass die Profitrate halt eben wieder steigt. Aber Konzentration an sich ist keine Technik, um diesen Mechanismus zu verhindern.
Was halt passiert ist, indem die Profitrate sinkt, dass die Leute anfangen, ihr Vermögen immer weniger als Kapital anzusetzen. Das heißt, um zukünftiges Einkommen zu erwirtschaften, weil man halt immer weniger Einkommen daraus zieht, sondern sie fangen halt an, es für andere Zwecke einzusetzen. Karitative Zwecke, es wird in einen Sportverein investiert, die Bildung der Kinder, das eigene Haus wird verschönert und was weiß ich. Also eigentlich das, was gerade auch bei marktfremden und marktfeindlichen Kreisen als besonders begehrenswert angesehen wird. Genau diese Situation wird eigentlich hervorgehoben. Das ist keine Krise des Kapitalismus. Der Kapitalismus kann sehr gut funktionieren bei 5% Profitrate oder bei 2%. Bei einem ist es kein Problem für den Kapitalismus an sich. Und was sagen Sie, was würden Sie da erwidern, wenn die sagen, ja, das ist eine Anhäufung von Macht, bedeutet Geld gleichzeitig Macht? Ja, natürlich, sicherlich. Geld ist eine Möglichkeit, also das Vermögen an sich nicht, bedeutet natürlich relative Macht, relative Unabhängigkeit. Wenn man Vermögen relativ zu anderen Menschen aufbaut, hat man natürlich wirtschaftliche Macht relativ zu diesen anderen Menschen, in dem weiteren Sinne nicht. Das ist richtig. Aber das wird natürlich insbesondere begünstigt durch unser jetziges Währungssystem, nicht? Währungs- und Bankensystem, dass die Schaffung von Geld aus dem Nichts durch staatlich begünstigte Institutionen, insbesondere Zentralbanken, aber auch Geschäftsbanken, erleichtert und sogar fördert. Mit dem letztendlichen geschichtlichen Hintergrund der Staatsfinanzierung immer wieder, wodurch aber als Kollateralschaden eben diese Konzentration von Macht entsteht und auch diese mangelnde Begrenzung der Einkommen, nicht? Also das, was Aristoteles seinerzeit gesehen hat, ist ja durchaus richtig. Es gibt dann eine Tendenz unbegrenzt wachsender Kapitaleinkommen in einem System des Interventionismus, nicht des Währungsinterventionismus. Das hat er richtig gesehen. Das sehen auch die Gesellschaftskritiker, die keine besonderen ökonomischen Kenntnisse haben, die sehen das, aber sie identifizieren die Ursachen nicht richtig. Sie meinen, es sei im Spiel der freien Marktwirtschaft an sich angelegt, während es eigentlich eine Frucht des Interventionismus ist. Ja, man sieht hier halt auch, dass die Reichen, wo man sagt, die haben ja so viel Macht, die haben ja eigentlich nur die Macht dadurch, dass die Menschen deren Produkte kaufen, deren Dienstleistungen, Produkte, Dienstleistungen für Wertschätzung, die können ja auch von heute auf morgen, können sie diese Macht sozusagen verlieren. Oder was Ja, sagen Sie dazu? das ist ja richtig, genau. Das ist charakteristisch für eine wirklich freie Marktwirtschaft, in der das Prinzip der Verantwortung halt eben besteht oder grundlegend ist. Es trifft nur bedingt zu für eine interventionistische Wirtschaft, in der einige Leute eben auch reich werden können, ohne besondere Dienste zu erbringen. Einfach nur dadurch, dass sie privilegierten Zugang zur Zentralbank haben oder zur Geldproduktion, nicht? Dann, welchen Vergleich ich es auch noch, oder was ich auch sehr schön fand in Ihrem Vortrag, war, dass Sie gesagt haben, man hat eigentlich die Wahl, ob man Pirat oder Sklave ist heutzutage. Können Sie das noch mal ein bisschen weiter ausführen? Das fand ich, ist das von meinem Vorredner, der Taghi Zeidegan. Aber ich habe Ach das so, dann auch, ja. ja. Sie haben es aufgegriffen. Ich habe das dann aufgegriffen. Sag ich, ja, das ist ja in der Tat, ist das dann eine Folge, nicht? Dann, wenn diese Art des Vermögenserwerbs sich lohnt, dann ist natürlich klar, dass immer mehr Leute da hineinströmen. Ein Grund, aus dem die Beschäftigung im Finanzsektor so interessant ist, also für viele Leute, warum es riesige Finanzzentren in London gibt, in Frankfurt, in New York, ist, dass da eben dort große Gehälter verdient werden können. Also diese Leute handeln wie immer in solchen Fällen aus Eigeninteresse, und das ist ja auch völlig gerechtfertigt. Aber sie in der Masse ist natürlich klar, dass sie der Gesellschaft keinen Dienst erweisen. Nicht? Also sozusagen eine Überproduktion von Finanzdiensten. Es gibt ein Ungleichgewicht da. Nicht? Es ist so, als ob auf einmal alle Leute anfangen würden, Schuhe zu produzieren. Man kann diese ganzen Schuhe nicht alle produzieren. Nicht? So, was ich ehrlich sagte, indem wir diese Politik halt weiter treiben, ist es klar, dass wir uns letzten Endes verarmen und dadurch dann Anreize entstehen, dass andere Marktteilnehmer nicht nur anfangen, für die Finanzsektor zu arbeiten, sondern vielleicht auch kriminellen Geschäften nachgehen, weil das einfach der bequemere Weg dann wird. Anstatt durch ehrliche und harte Arbeit zu Vermögen zu kommen, kommt man halt leicht und schnell durch Raub, Mord, Totschlag und wie auch immer zum Vermögen. Wir sehen also, in einer freien Marktwirtschaft sind Kapitaleinkünfte kein Problem,
Und ja. Grundsätzlich kein Problem. Nicht? Also es gibt natürlich immer wieder Fälle von was weiß ich, Betrug und andere Vertragsverletzungen. Nicht? Es gibt nichtige Verträge, was weiß ich. Also es ist keine Garantie. Aber grundsätzlich muss also im Prinzip sind Kapitalanträge nicht nur zulässig, sondern entscheidend wichtig, weil sie ja den Anreiz dafür bieten, für andere Leute zu sparen. Das ist es ja letzten Endes. Nicht? Denn wenn ein Unternehmer investiert, dann produziert er jetzt erstmal nicht für zu seiner eigenen Befriedigung, sondern er produziert Produkte für andere Menschen. Er macht also, und er geht in Vorleistung. Martin Ronheimer, ein sehr geschätzter Philosoph, hat das also die Wirtschaft des Gebens genannt, oder? Die Wirtschaft des Vorleistens. Das ist der Kapitalismus, in dem Unternehmer systematisch dazu angereizt werden, vorzuleisten, in der Hoffnung natürlich, dass sie irgendwann selber auch ihren Nutzen, ihren monetären Nutzen daraus ziehen. Aber sie müssen das Risiko eingehen, erstmal in Vorleistung zu gehen und dann zu hoffen, dass tatsächlich genügend Nachfrage für die Produkte da besteht. Also man spart für andere Leute, nicht für die eigenen Zwecke. Das ist der Unterschied zwischen dem Kapitalisten, der seine Ersparnisse einsetzt zur Befriedigung, zur unmittelbaren Befriedigung anderer Leute, mittelbar auch für sich selber, und dem Sparer, der, was weiß ich, nur sein Geld nur in sein eigenes Häuschen, in seinen Garten, was weiß ich, interessiert sich sein Autochen kauft, und der kümmert sich eigentlich nur um sich selber, nicht um andere Leute. Ich fand, Mises hat das ganz schön gesagt. Mises hat ja gesagt, Unternehmer müssen den Menschen dienen, und wer nicht den Menschen dienen kann, der greift zu der Peitsche und will die anderen Menschen versklaven. Ja, wenn er dann dennoch Geld verdienen will, ganz genau. Ja. Man kann auch sagen, ich will nicht dienen, okay, dann bleibe ich in meiner eigenen Ecke und dann führe ich ein gemütliches Leben oder auch nicht. Ich verbrauche dann mein Reichtum und irgendwann ist es dann vorbei. Aber es gibt in der Tat welche, die wollen keinen Dienst leisten und dennoch reich werden oder bleiben. Das geht dann natürlich nur mit Gewalt. Ja, okay. Und dafür gibt es dann den Staat, den wir hier immer kritisieren. Okay, vielen Dank für das Interview, hat mich sehr gefreut. Ja, jedenfalls.